Mal, ich habe hier die Striche. Wie ist dein Name? Moni. Pass auf, Moni. Ja. Du siehst die Striche. Wenn ich einmal schüttel, verwandeln die Striche sich in deinen Namen. Was? Schau mal her, ich nehme jetzt einen Ring. Wenn ich mich konzentriere, 1, 2, 3, nehme ich den Ring, wo der Ring schwebt. Schau mal. Kommt mal her. Siehst du, der Ring, der wandert hier entlang. Mach mal deine Hand so auf. Mach mal die Hand auf. Finger aufmachen. Finger auseinander, jetzt schau mal hin. 1, 2 und. So. Schau mal, die Herzdame. So. Kommt hier rein. Ja. Und hier habe ich noch die Kreuz 6. Schau mal her, die Kreuz 6. Ja. Und. Ich muss dir sagen. Guck mal bei dir in die Tasche rein. Guck mal in deine Tasche rein. Alter, wie? Das kann nicht sein. Den Stift auf. So, pass auf, der Stift kommt jetzt hier rein. Jetzt halt mal das hier einfach oben festhalten, okay? So, schau mal. 1, 2 und der Stift verschwindet. Und schau mal in meiner Tasche hier hinten. Ja. Dann scheint der Stift wieder. Schau mal. So, ich mache hier ein Bild von deiner Hand. Das kann man ja gut sehen. Schau mal. Auf dem Bildschirm nicht erschrecken, ist mein Haustier, was er. Das ist aber nur auf dem Bildschirm, okay? Ja. Das ist eine Kakerlake, okay? Ja. Weißt du, wie die heißt? Nein. Die heißt Boris, okay? Die ist ganz zahm. Guck mal, man kann hingehen. Man kann die sogar mit dem Finger siehst, man kann die kitzeln. Mhm. Siehst du das? Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt wandert die, okay? Guck mal, wenn man zu ihr sagt, komm zurück. Die hört auf mich, komm zurück. Und jetzt kommen die wieder zu mir zurück, okay? Du musst einfach nur mit der linken Hand drüber gehen. Sag du mal, komm zurück, geh mit der Hand drüber. Aber du musst. Alter! Hier sind lauter Karten drin. Jetzt habe ich hier noch die Box hier, okay? Das Kartenspiel und die Box. Und die Box kommt hier rein. Jetzt pass auf, die Box hat 5 Euro gekostet. Dementsprechend verwandelt. Schenke ich dir jetzt. Du bist da. Du bist echt da. Das war die gute Karte. Entschuldigung, ganz kurz, ich habe eine Frage, ist ein bisschen komisch, aber meine S-Bahn kommt gleich und mir fehlen nur noch 50 Cent und ich habe viele Leute gefragt, aber keiner will mir die 50 Cent geben, dass ich mir das Ticket, ich muss trinken nach Hause. Deswegen, ich wollte vielleicht fragen, ob Sie mir 50 Cent geben könnten, das wäre für mich... Oh, das ist... Oh, vielen Dank, aber ich brauche nur 50 Cent. Ich brauche wirklich jetzt. Das heißt, du gibst mir gerade dein letztes Geld, oder? Oh mein Gott, ich. Das Ding ist, warte mal, ich pack mal das eine hier auf die Seite. Das Ding ist, ich habe dich eigentlich nur noch 50 Cent gefragt und du gibst mir das einfach so als Fremden. Warte mal. Ja, also ich finde, pass auf, ich finde, wer anderen Menschen hilft, der sollte das immer zurückbekommen. Und guck mal, du hast wenig und du gibst mir das. Schau mal her, guck mal, du siehst die 50 Cent? Ich gebe jetzt als Dankeschön hier direkt das Hundertfache zurück. Nein, doch, das ist für dich. Doch, das bekommst du von mir. Wirklich jetzt. Du weißt genau, das gebe ich hier nicht von mich, oder? Ah, das ist ja okay. Du kannst es auch für die, mit deinen Freunden oder so teilen. Das ist. Das finde ich okay. Das gibt's bei uns. Mhm. Dann ist es nicht nur für dich, sondern für euch. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dir damit irgendwie helfen kann. Weil ich finde es wirklich super nett von dir. Okay. Gerne, gerne. Entschuldigung. Hallo.
Ich will sie jetzt eigentlich nicht stören, aber ich bin gerade im Stress, weil ich muss dringend zu meiner S-Bahn. Ich frage hier schon alle Leute, ob die mir 50 Cent geben können, weil mir fehlen noch 50 Cent fürs Ticket, weil sonst komme ich nicht nach Hause. Deswegen wollte ich fragen, ob sie mir 50 Cent geben können. Wenn es weiter nichts ist, das haben wir gerade noch. Ich glaube, das passt so ungefähr. Gell? Okay, kann ich die 50 Cent nehmen? Kann ich alles haben. Alles? Ja. Wirklich jetzt? Reicht ja nicht die Welt. Ja, ich brauche nur die 50 Cent. Nur so. Die 50 Cent. Nur, okay. Mehr brauche ich nicht. Okay. Aber vielen Dank, das alles ist mega nett. Oh mein Gott, Dankeschön. Das, ich habe gedacht, das wären 20er. Nein, das sind 50 Cent. Okay. Ich finde es wirklich mega nett von Ihnen, dass Sie bereit sind, mir als Fremden jetzt 50 Cent zu geben. Weil ich habe jetzt hier wirklich schon viele Leute gefragt und Sie sind der Einzige, wo Ja sagen, obwohl Sie haben ja relativ wenig und Sie geben mir die 50 Cent. Legen Sie mal die 50 Cent einfach hier drauf, auf die Karten, weil ich bin Zauberer. Ich bin ein kleiner Zauberer. Genau. Die 50 Cent kann ich jetzt hier verwandeln direkt. Oh, wow. In 50 Euro. Und das darfst du behalten hier. Oh, komm, nein. Als Dankeschön, dass du mir geholfen hast. Ja. Wahnsinn. Weil eigentlich brauche ich die 50 Cent gar nicht. Wir filmen das Ganze mit versteckter Kamera. Ja. Okay. Und als Dankeschön, dass du bereit bist, mir zu helfen, darfst du das behalten. Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Dass Tag heute. Ich danke auch. Okay. So, hey Leute, ich bin hier gerade auf dem Geburtstag von der Sandra. Und die Sandra, die werde ich heute ein bisschen verzaubern. Und wir sehen mal, sie ist jetzt schon verzaubert von mir. Ja. Wir schauen auf jeden Fall, wie das ankommt, okay? Ich mache jetzt ein kleines Spiel mit dir. Bist du bereit? Ja. Okay, pass auf. Sandra, ich habe hier ein Kartenspiel. Du siehst, die Karten sind alle unterschiedlich. Und du darfst jetzt mal hier eine Karte rausziehen. Einfach eine ziehen. Okay? Die Karte anschauen, allen zeigen. Ich darf die Karte auch sehen, auch in die Kamera zeigen. Ja. Jetzt schau mal her, ich brauche deine rechte Faust, dass du eine Karte mit dem Daumen greifen kannst. Ja. Wir nehmen jetzt hier die Kreuz 8. Die Kreuz 8, kommt mal alle her, dass ihr genau hier die Hand sehen könnt. Die Kreuz 8 kommt jetzt unter deinen Daumen. Mhm. Ohne nachzuschauen. Was für eine Karte hast du in der Hand, Sandra? Ohne nachzuschauen. Kreuz 8. Sicher? Ja. Willst du drauf wetten? Ja. 100 Euro? Ja. 500 Euro? Ja. Echt? Also bist du so sicher? Ja. Dann bist du ein bisschen unsicher. Ein bisschen? Ja. Ja, okay, ich muss sagen, du hättest gewonnen. Okay, die Kreuz 8 ist die. Pass auf, wir spielen weiter. Hier ist die Kreuz 8. Ja. Ihr müsst jetzt alle schauen, wo die Kreuz 8 ist und wo die Pik Dame ist, okay? Mhm. Aber ohne von unten zu schauen natürlich. Ja. Hier ist die Kreuz 8, ich zeig's nochmal. Und hier ist die Pik Dame. Schaut her, die Pik Dame kommt jetzt unter die 8. Ja. Ich nehme die 8, okay? Ja. Pass auf, ich versuche jetzt die Karten zu tauschen. Drück ganz fest zusammen. 1, 2 und hier ist die 8. Ohne nachzuschauen. Habe ich gerade die Karten getauscht? Ja, aber was sagst du? Niemals! Niemals? Nein, niemals! Dann welche Karte müsste ich dann noch haben? Ja, die 8. Die 8? Okay, wenn ich die 8 runter mache. Wo ist die 8 und wo ist die Dame? Sag mir. Ja, unten ist die 8 und oben ist die Dame. Bist du dir sicher, dass unten die 8 und oben die Dame ist? 100%? Ja. Das Ding ist, du hast hinter deinem Ohr zwei Karten. Schau mal, du hast die ganze Zeit die Karten fest unter deinen Daumen gehabt. Ja. Nimm mal die Karten um und zeig die Karten. Hä? Niemals! Ciao, Junge! Wie jetzt? Hä? Hä? Eier! Eier? Ja. Oh mein Gott. Akriko! Was? Ich hab mir gedacht, heute geht's mal um ein bisschen Geld, ein bisschen Kleingeld. 3000 Euro hier in Bar könnt ihr gewinnen. Schau mal, du kannst dieses Geld gewinnen, es gehört dir noch nicht. Aber wenn du es schaffst, mir jetzt nachzumachen, bekommst du es, okay? Nachmachen. Genau. Das ist ein Konzentrationstest. Pass auf, drei Drehungen. 1, 2 und 3. Und alle müssen nach oben zeigen, okay? Hä? Pass auf, du hast jetzt die Chance, eine Minute Zeit ab. Jetzt, let's go, 3000 Euro. Dreimal drehen, ja. Und, das war die Nummer 1, das Geld kommt schon näher, sehr schön. Sehr schön, noch zwei Drehungen, noch 30 Sekunden Zeit. Nee, das geht nicht, aber es bringt auch nichts. Zwei, noch eine Drehung, noch zwei Stück drehen noch zwei Stück und? Ich weiß nicht. Ach, was? Guck mal, du hättest einfach nur so machen müssen, dann hättest du es geschafft, ganz leicht. Bäh. Komm, noch einmal für dich. Letzte Chance. Nein, das muss so bleiben. Genau, auf die Plätze, fertig und los.
Fuck, ich hab schon wieder vergessen. Nein! Hä? Scheiße! Nochmal, Schatz, kriegst du das Geld. Okay? Jetzt. Let's go. Eins, zwei und... Okay, pass auf. Pass auf, jetzt wieder ohne Geld. Mach's nochmal. So noch ohne Geld. Jetzt mach's nochmal. Mach's nochmal. Eins. Und dann die zwei Aussagen. Ja. Mach. Ja. Und dann lässt es zwei. Ach, schade, jetzt war's ohne Geld. Okay, nochmal, komm. Okay, komm, du darfst nochmal das Geld gewinnen. Okay, jetzt kannst du das Geld gewinnen. Ach, was für ein Pech. Jetzt, du musst einfach nochmal genauso machen. Eins. So Mädels, gerade hat es ja nicht geklappt, aber jetzt habt ihr noch die Chance auf einen Trostpreis von Mr. Yassin. Let's go! Okay. Ja? Also, pass auf. Jetzt musst du aber echt gut aufpassen, weil ey, das wäre ja Katastrophe, wenn das nicht klappt. Also, Achtung. Okay? Ja. Pass auf. So. Achtung, welcher Inhalt möchtest du haben? Das. Bist du dir 100% sicher? Ja. 100%? Ja. Du bekommst das, was drin ist? Ja. Das hier? Ich hab Luft. Ja, ich auch. Ganz einfach. Ja, ich auch. Ey, Mädels, ihr wart toll. Schaut mal. Bruh.